Die alte Schule wird euch präsentiert von Pirelli, dem Premium-Hersteller von Hochleistungsreifen für Automobile, Motorräder und Fahrräder. Pirelli ist exklusiver Reifenpartner der Formel 1 und der Rallye-Weltmeisterschaft. Mehr Informationen unter www.pirelli.de. 50 rechts minus innen, sofort Aufkuppe rechts voll innen, 80, 40 Nachkuppe mittelrechts plus plus innen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Alte Schule Spezial zu Walter Röhrl, einem der größten Rallye-Fahrer aller Zeiten. Für mich war nur wichtig, dass ich gesehen habe, die Zeiten, dass ich schnell gefahren bin. Das hat mich nicht interessiert. Das Peinliche war nur, als ich dann 100 Meter vom Ziel rechts hinfahren und stehen bleibe, sind 50 Zuschauer auf die Straße gerannt und wollten mich schieben. Und ich bin auf der Bremse gestanden, dass wir die nicht schieben können. Hui, denkt man da. Walter freut sich, dass jemand anderes gewonnen hat. Ja, hat aber auch Gründe. Die Geschichte erzähle ich in dieser Folge ausführlicher. Wir sind im Jahr 1977 und was sich mega gut als Zahl auf Retro-T-Shirts macht, ist auch das Jahr, in dem sich die Weichen für Walters Karriere bis 1980 stellen und er seine Lernfähigkeit und vor allem sein Talent unter Beweis stellen kann. Okay, in der letzten Folge haben wir ja schon angedeutet, dass Walter zwar das Team bei Opel mochte, aber gleichzeitig auch ziemlich von den Fahrzeugen der Marke mit dem Blitz und vor allem von deren Haltbarkeit angenervt war. In einem seiner Bücher schreibt er auch sinngemäß: Bei aller Enttäuschung mit dem Kadett war ich überzeugt, dass wir dem Escort und dem Fiat überlegen waren. Wir mussten halt die Hunde aussortieren, aber das ist nicht gelungen. 5 Starts in der WM. 5 Ausfälle. Das hat mir fast mein Selbstvertrauen als Rallyefahrer zerstört, aber mein alter Freund Herbert Maracek half mir, einen neuen Elfer aufzubauen, damit ich mal wieder Spaß am Fahren hatte. Man muss dazu wissen, dass Opel als Anhängsel von General Motors damals im Vergleich zu anderen Marken ziemlich stiefmütterlich mit dem Motorsport in Deutschland umgeht. In der letzten Folge haben wir auch schon darüber gesprochen. Helmut Hellebein schistelt nach Aussage von Röhrl mehr oder weniger alleine als Technikverantwortlicher an den Rennfahrzeugen herum und der neue Managementbesen Tony Fall, der nun Leiter der Abteilung wird, kehrt noch nicht so richtig gut. Und auch wichtig, aus dem Buschfunk hört Walter, dass Tony Fall Röhrls private Fahrzeug- und Markenwechsel missfallen. Walter, der einfach nur fahren und besser werden will, den wurmt das natürlich, nun erst recht, denkt Walter sich und zack meldet er sich mit dem 911er Boliden für die Rallye San Martino di Castrozza an. Sein Beifahrer ist so ein junger Typ namens Christian Geisdörfer, den er vom Skifahren und von Opel Irmscher kennt. Christian Geisdörfer selbst hatte natürlich schon länger ein Auge auf Röhrl geworfen, vielleicht schon spürend, dass deren beide Ausnahmetalent zusammen im Cockpit eines Rallye-Autos nur Sieg bedeuten kann. Ja klar, der war damals natürlich der große Hero, der war 74 Europameister geworden. Ich selber habe das natürlich verfolgt, da war ich noch in der Bank auf der Ausbildung. Wir hatten 72 die Olympiade in München und aufgrund guter Leistungen in der Bank durfte ich am Olympiagelände, gab es ja damals noch so eine Anachronie der Vergangenheit, eine Wechselstube, ja? Weil so, es gab keine gemeinsame Währung. Ja, klar, wir hatten in Europa 15 oder 16 verschiedene Währungen. Da war dann auf dem Olympiagelände war eine Wechselstube, wo wir also Devisen gewechselt haben. Und da war natürlich ein Thema auch, wobei da hatte ich mit dem Rallye-Sport noch nichts am Hut. Die Olympiarallye, die von Kiel, wo die Segelwettbewerbe waren, nach München ging. War die gesamte Weltspitze damals, jedes Werksteam war da vertreten. Und der Walter ist damals auf so einem Capri da. Hat sich fliegen lassen, ne? Ja, genau. Und das habe ich natürlich dann verfolgt und das war mein erster Kontakt zu ihm, ohne ihn je gesehen okay, zu haben. Okay. Ja. Ja, und weil wir nun schon bei Christian Geisdörfer sind, kann er eigentlich auch gleich erzählen, wie er überhaupt auf den Beifahrersitz gekommen ist. Ich hatte Freunde bei mir da im Ort, am Stadtrand von München, die sehr autoaffin waren. Mhm. Und wir haben angefangen, wie alle, mit so Orientierungsfahrten. Und die sind natürlich aufgebaut auf Kartenfehler und ist im Prinzip Leutverarschung. Ne? war aber damals gang und gäbe, also in den Gemeindeblättchen da, waren jedes Wochenende 3, 4, 5 Veranstaltungen drin, okay. Wo es also geheißen hat, um 13 Uhr am Samstag beim Gasthof sowieso gibt es die Unterlagen und man bezahlt das dann geht's. Damals 20 Mark ja, okay. Nenngeld und hat die Unterlagen gekriegt und dann ging es los.
Und die Leute hatten dann natürlich wenig Spaß dran, wenn da 15 Autos am Bahnhof umdrehen, weil sie sich verfahren haben. Und mir hat das immer sehr, sehr wenig Spaß gemacht, diese Orientierungsgeschichten. Mhm. Weil es halt eben einfach auf Fehler aufgebaut war, um da eine Wertung herbeizuführen. Okay. Dann habe ich gesagt, nein, das ist nichts für mich, das interessiert mich. Weil ich war damals eigentlich nur Fußball und Skifahren interessiert. Freunde von mir, die kamen dann nach ein paar Monaten wieder und haben gesagt, jetzt fahren wir richtig Rallyes mit Helm und auf Speed. Und ein Freund von mir, dem ist dann der Beifahrer mal ausgefahren, hat gesagt, fahr mal vorbei. Er hat gesagt, du musst da mitfahren, ich habe da keinen anderen. Und dann bin ich meine erste Rallye auf Speed gefahren, auf abgesperrter Strecke, ja, gegen die Uhr, mit allem drum und dran. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Und dann habe ich mir selber ein Auto aufgebaut und habe halt so angefangen. Christian Geisdörfer kennt den Job hinterm Lenkrad also ebenso von der Pike auf und ist markenmäßig zu dieser Zeit nicht allzu weit von Röhrl entfernt. War ein Opel Ascona A. Bin dann mit dem mehrere Veranstaltungen gefahren, sondern war natürlich immer das liebe Geld ein Thema, weil ich bin damals zur Schule gegangen noch, also nach meiner Berufsausbildung. Und dann war es also schwierig, das immer zu finanzieren. Und dann waren wir dann schon in einem richtigen Motorsportclub und da gab es dann natürlich Kollegen, Freunde, die auch gefahren sind, und da kam dann das Angebot, da mal mitzufahren, und so habe ich also praktisch dann die Beifahrerei kennengelernt und war eine Möglichkeit, dabei zu sein, ohne jetzt die hohen Kosten zu haben, wenn man selber fährt. Ja, bin ich mit einem Clubkollegen, bin ich dann die Deutsche Rallye-Meisterschaft im Nachwuchsbereich gefahren, da gab es damals so einen S-Pokal, also sind wir gefahren auf so einem 202 TII damals, das BMW, 130 PS. Ja, gut, dass Christian Geisdörfer einen BMW erwähnt. Das erinnert mich an einige schöne Geschichten, die jeweils ausschließlich auf schnellem Asphalt der Rundstrecke spielen und die irgendwie für die stete Suche Walters nach neuen Herausforderungen stehen. Dazu hatte ich mal mit Kommentatorenlegende Rainer Braun ein Gespräch, wo er sich erinnert, wie er Walter auf der Rundstrecke außerhalb des Rallye-Metiers wahrgenommen hat. Da habe ich einen ganz anderen Walter Röhrl erlebt. Einer, der irgendwie nicht aus sich rausgehen konnte. Ich habe das ja zum Teil kommentiert, habe aber auch sehr gut beobachtet, dass ich da einen Walter Röhrl gesehen habe, der ein anderer war als im Rallye-Auto. Der war im Rennauto zwar genauso gut und besser als alle anderen, aber der durfte nicht, wie er wollte und konnte. Das ist für ihn ganz schlimm gewesen. Er war immer ein treuer Diener seines Herrn, nämlich entsprechend denen, die da gerade mehr Punkte brauchten als er. Und er hat immer alles abgesichert und ist immer brav der Regie gefolgt, die ihm dann gesagt hat, wann gewechselt werden muss. Ich glaube, der hat nur ein einziges DTM-Rennen gewonnen. In 2 Jahren Audi, 2,5 Jahren. Und am Nürburgring ist er mal so lange vorne weggebrutzelt, dass allen der Angstschweiß ausgebrochen ist mit dem DTM-Audi, bis dann endlich er in der letzten Runde den designierten Sieger vorgelassen hat. Ja, aber er sagt, das musste jetzt mal sein. Ist ja mein Publikum, die Bayern. Und sonst hat er das immer ganz unauffällig gemacht. Da war es recht auffällig. Ich muss noch sagen, er ist total loyal. Er würde nie öffentlich hinterher sagen, also ich durfte ja nicht. Ne? Das sagt er dir im privaten Gespräch. Das würde er nie am Mikrofon machen. Weil er ist einfach ein ganz loyaler Mensch, der zu seinem Arbeitgeber hält, zu dem, der ihn bezahlt. Und der würde den nie ans Messer liefern. Das sagt er nur Freunden, von denen er dann weiß, dass die das nicht unbedingt wieder über Mikrofon weitergeben. Heute können wir das ja sagen. Heute ist wurscht. Heute ist wurscht. Wer 75 wird, fährt keine Autorennen mehr, höchstens historisch. Und da können wir alles ausbreiten. Ja, da spricht der Journalist aus ihm. Und genau das machen wir hier in diesem Alte Schule Spezial. Aber zurück zu den Rennen auf der Rundstrecke. Auch wenn Walter in der DTM später taktisch zurückhaltend war, heißt das nicht, dass er so schon auf der Rundstrecke eingestiegen ist. Sein Lernwille und der Wille zum Sieg spielen schon vor 1977 eine Rolle, und da im Besonderen auf seiner Lieblingsstrecke, der Nürburgring-Nordschleife. Ich bin vorher schon ein paar Rennen gefahren mit dem Opel. Ich glaube, 1976 gab es ja ein Opel Kadett GTE-Rennen, wo nur GTEs fuhren. Und halt alle Rennfahrer dieser Welt verpflichtet wurden, von Chopin Nicola bis Jürgen Barth, Harald Groß, Darnisch, alle in einem identischen Kadett GTE. Das war schon eine tolle Erfahrung. Ich kam aus der ersten Runde mit ziemlich großem Vorsprung.
Dann hat es in der zweiten Runde das Rennen begonnen. Da war der Vorsprung natürlich noch größer. Und als dann das Hauptfeld kam, gab es auf der Start- und Zielgeraden einen Massencrash, wo 12 Autos beteiligt waren. Also alle, die so ein bisschen hinter mir waren, haben da einen riesen Crash gehabt und da haben sie das Rennen abgebrochen. Und ich war ganz allein auf der Runde, bin immer noch volle Lotte gefahren, bei strömenden Regen mit den Slicks. Und als ich dann zurückkam von der Runde, haben der Dritte des Rennens, der Zweite, schon auf den Siegerprotest gewartet, bis ich gekommen bin, weil ich nur eine Runde mehr gefahren bin, was 25 Kilometer waren natürlich. Also es sind alles so lustige Storys, die ich auf der Nordschleife schon erlebt habe. Es ist auch interessant, wie Walter die Rundstrecken für sich als Rallyefahrer einordnet. Ich persönlich finde, man spürt in der nächsten Aussage eher mehr Diplomatie gegenüber den Kollegen in den Rennwagencockpits als den Hauch einer Möglichkeit, dass Walter jemals den Schotter, den Schnee und das Eis dauerhaft hätte verlassen wollen. Ja, Nordschleife, das waren natürlich einfach 20 Kilometer und durch die ganze Geografie, bergab, bergauf, Kuppen, Senken, ist es ganz was anderes gewesen wie die anderen Rennstrecken, die ja irgendwann einmal künstlich gebaut wurden. Also ganz speziell hier in Deutschland, ich kannte natürlich Hockenheim, da sind wir teilweise Sonderprüfung gefahren, bei der Vorderpfalz-Rallye, aber Nürburgring, das ist natürlich ganz was anderes. Das wurde nicht irgendwie einfach konstruiert, sondern das hat die Landschaft vorgeschrieben. Und da war ich auf Anhieb war ich begeistert, denn das war viel näher dem Rallyefahren. Das war wie eine Sonderprüfung beim Rallyefahren. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da spielt das intuitive Autofahren eine viel größere Rolle wie auf der Rennstrecke, wo du 10 Kurven hast, die du mathematisch lernst, wo du bremsen musst, wo du einlenken musst. Das geht am Nürburgring nicht so einfach. Da ist einfach zu viel Unwegsamkeiten. Das Auto bekommt Druck, das Auto wird leicht, das Auto hängt nach außen, das Auto hängt nach innen. Also das ist für mich, habe ich immer gesagt, wenn alle Rennstrecken so wären wie der Nürburgring, die Nordschleife, dann hätte ich vielleicht auch Rennfahrer werden können. Und während Walter mit seinem Opel GTE über den Nürburgring schmettert, wird er unter anderem von einem gewissen Peter Reinisch beobachtet. Peter Reinisch, das ist der spätere Teammanager von Brun Racing, dem Rennstall von Walti Brun. Alle Motorsportfans hier wissen natürlich, wer gemeint ist. Wer ihn nicht kennen sollte, der muss nachsitzen und meinen Podcast mit ihm anhören. Dieser Peter Reinisch jedenfalls, der hatte einst bei Schnitzer angefangen, die Werkstatt auszufegen, weil er nicht weit entfernt gewohnt hat und Motorsportluft atmen wollte. Und er war es, der später dann Walter Röhrl als den legendären Gaststarter für das DRM-Rennen auf dem Norrisring 1977 im farbenfrohen 2002 Turbo verpflichtet hat. Das waren die Anfänge, was er gehabt hat. Ne? Und ich sage, ich war da immer dabei. Ich brauche bloß einmal zurückdenken, wie damals der Röhrl am Norrisring gefahren ist. Ne? Ja. Also da war halt wieder das Problem, dass wir beim vorhergehenden Rennen haben wir wieder Probleme gehabt mit den Motoren. Dann ist der Krebs nicht gekommen, der wollte nicht fahren. Der Hennige Peter war aber da und dann habe ich mal den Röhrl einmal irgendwann einmal so auf einer Ausstellung getroffen. Und der ist immer so im Kopf rumgegangen, aber ich denke, das wäre mal toll, wenn der auf so ein Auto fährt, weil ich habe den Röhrl vorhin gesehen mit dem Opel, mit dem Kadett. Und da ist ja der schon ins Motodrom reingekommen auf zwei Räder, mit dem Trint zusammen und so weiter. Und da haben wir dann den Röhrl kontaktiert und dann ist der da gefahren am Norrisring. Nur muss ich da eines dazu sagen. Der Röhrl ist am Mittag zu mir gekommen und sagt, du Peter, ich wollte da eins sagen, ich fahre jetzt heim, weil das kannst du auf den Flügel verstehen, ich komme da nicht zusammen. Dann sage ich, Walter, du kannst da nicht heimfahren. Nein, das hat keinen Sinn, ich fahre heim, weil das bringt nichts. Ich sage, Walter, du kannst da nicht. Nein. Dann habe ich ihn Gott sei Dank überreden können, ist er da geblieben. Der Röhrl ist sowieso der Beste, absolut. Und dann ist er durchs Training gefahren und ist in der letzten Minute zeitgleich schnell gewesen wie der Chiba. Ist dann auch in der ersten Startreihe gewesen. Aber wir haben ja gewusst, dass unser Problem da am Norrisring die Hinterachse ist. Und dann ist halt die Hinterachse verreckt und ist ausgefallen. Aber für den Schnitzer war es immer wichtig. Ausfallen war kein Problem. Aber wenn in Führung liegen, das war ein Josef Seitz immer. Und da muss ich sagen, das war, also da, und auch wenn du heute den Walter triffst und ich habe jetzt da zwar so ein Interview gehört vom Berger und vom Danner und die sind gefragt, wer war der größte Rennfahrer aller Zeiten? Haben beide gesagt, Röhrl. Und das hat mich fasziniert.
Jo, und das brachte Walter letztlich als Gastfahrer für BMW und Herbert Schnitzer in den Schalensitz. Schon im Training auf dem Norrisring wurde Walter drittschnellster hinter Hans Heyer und Eddie Cheever. Der 2002 Turbo hatte gute 400 PS, Walter bremste selten und wenn dann mit links, um die Drehzahlen zu halten, eigentlich eine rechte Gaudi, bis der Renntag kam. Herbert Schnitzer höchstpersönlich fummelt noch bis kurz vor dem Start im BMW herum und informierte Walter komisch gelassen, dass der BMW nicht halten würde. Walter könne ruhig ausfallen, aber wenn, dann bitte mit wehenden Fahren und als führendes Fahrzeug untergehen. Das Auto zerlegte sich so schnell, dass die folgenden Vibrationen Walter die Sonnenbrille von der Nase rütteln und in Runde 15 war es dann erstmal vorbei. Allerdings unter tosendem Beifall des motorsportbegeisterten Nürnberger Publikums. Leute, mir fällt gerade ein, der Hans Heyer, erfolgreicher Rennfahrer, der in der DRM dreimal Meister war und Unternehmer mit Hut und Helm, der hat mir mal eine kleine Anekdote erzählt, die uns hier gerade wunderbar zu Walters Erfolgszeit mit Fiat überleitet. Das war die Abarth-Zeit. 131er Fiat war ja ein Abarth. Ein gut, tolles Auto war das. Also wirklich eine Limousine mit richtigen Rennauto. Ja, natürlich, perfekt, wunderbar. So, was passiert? Ich sage dir jetzt mal, wie das geht. Ich sage, ja klar. Ich sage, ich Beifahrer, hast einen Knall, mir ist schon schlecht, wenn ich daran denke. Dann ist der mit mir, der Hudson nach außen rum gefahren. Also hinten rum, bei den Schmitz da oben vorbei, rein. Und wirklich an der Hudsonbach vorbei, wo ist hier der Zaun? So, und dann geht er hier hoch und da sind die Bäume. Ne? Da kommt der Vater von der Sabine Schmitz, der hat einen Bierkutscher, ne? Hat er immer die Bier so durch die Gegend geschaukelt, mit einem 3,5-Tonner, uns entgegen. Ich denke, jo, das Wort, jetzt ist Schluss. Der hat noch nicht, der war nicht angeschnallt, nix. Fährt volles Rohr auf den los, fährt in den Wald rein, top, 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 um die Bäume rum runter und sagt, dann habe ich dich erschreckt. Das war dem völlig egal. Unglaublich. Die Augen von dem Schmitz sehe ich immer noch. Fiat 131 Abarth. Schaut euch, also die das Fahrzeug nicht kennen, mal ein paar Bilder von dem Auto im Internet an. Rein optisch ist das zu den Fahrzeugen damals ein ziemlicher Unterschied. Weniger fließend, sehr eckig, konkret, null verspielt, ganz nüchternes, gerades italienisches Design. Die 80er zeigen sich deutlich. Ich persönlich finde den 131 wahnsinnig hübsch und letztlich hat das italienische Design des 131 nahtlos an den Erfolg der 124er-Reihe von Fiat angeknüpft, die überall auf der Welt, in der Türkei, in Spanien, der Sowjetunion, in Polen, sogar in Indien unter Lizenz nachgebaut wurde. Aber wie ist nun Walter überhaupt in das Cockpit der Italiener gekommen? And in fact, I had the opportunity to meet in person Walter in San Martino di Castrozza when he was there with a private Porsche. I say, but Walter, why you are here with a private Porsche? Yeah, because I was really looking to do the Israeli that I like in the Dolomite, etc., etc. And I had to rent a car. Yes, rent a car, you, that, why? Yeah, because Opel is not doing in the program. I said, look, Walter, I give you a present. Ha, stopp, stopp, stopp. Der Mann mit dem guten Englisch und dem italienischen Akzent ist Daniele Audetto, damals Motorsportchef und Visionär bei Fiat. Er erzählt hier, dass er Walter 1977 bei der Rallye San Martino di Castrozza ein sehr außergewöhnliches Angebot gemacht hat, als er mitbekam, dass dieser seinen privaten Porsche 911 nur schonend bewegt und schon gar nicht damit trainieren wollte, sondern auch schon nach einem Mietwagen hielt. I give you a present. I prepare you one of our Muletto, the recce car. I make it perfect. You go for fun, enjoy yourself, you test the car and have fun. Leave your beautiful Porsche Immaculate in the garage and don't destroy it in the Mangen that is was a very famous and rough special stage. So then with your help, of course, I think you discuss after the dinner in the restaurant of Hotel Col Fosco in San Martino di Castrozza, where we all the team were, you know, with the Lancia, Fiat, etc., etc. And at the end, Walter accepted to do the rally. He just tested the Fiat 131 few kilometers, almost nothing. He didn't know the car. But I had a meeting with my team
especially with Pianta, the technical director, and the Silecchia, the sporting director, to make the car immaculate. They say, change whatever you want, make it really better than you. And when Walter arrived to the service points, clean the windscreen and you know, give him the best service we can. And in fact, Walter did a fantastic rally. He was too fast with a car that he didn't know. He almost catch Sandro Munari down the Mangan famous special stage. He was in front of all other Fiat, including Verini, that need the points to win the European Championship. Als Walter gern und dankend das Angebot annimmt, lässt Audetto sofort ein Trainingsfahrzeug komplett zum Wettkampfmonster mit 250 PS aufrüsten. Es ist nicht viel Zeit, aber es gelingt. Der Fiat-Teamchef wünscht Walter viel Spaß mit dem Auto und Walter legt eben los, na, wie er eben loslegt. Walter selbst erinnert sich auch an seinen ersten Tag im 131er Cockpit. Dann bin ich in der Früh, an dem Tag, wo der Start war, bin ich in San Martino de Costa im Ort 5 Kilometer in das Tal reingefahren, habe mich in der ersten Schotterkurve sofort gedreht, weil der hatte einen viel geringeren Lenkeinschlag wie der Opel. Die hatten ja schon 15 Zoll gefahren, wir haben noch 13 Zoll gefahren. Und an dem Tag habe ich gesagt, da muss ich meinen Stil verändern. Das war der Grund, weil ich mich da in der ersten Kurve sofort gedreht habe, weil ich am Anschlag war von der Lenkung. Und von da weg bin ich dann nur noch sauber gefahren. Das sind alles so Dinge, ich weiß, im Leben so Zufälle. Ne? Ich bin die Rallye gefahren, bin natürlich, die sind natürlich Kopf gestanden. Ne? Da gibt es eine Schotterprüfung, Passamangen heißt der. Schotter, was weiß ich, 25 Kilometer, 24 Kern bergauf und drüben schnell bergab. Und die Fiat und Lancia, die hatten bereits auf dem Sonderprüfungsservice, wenn ein Plattfuß ist, sind die auf der Passhöhe gestanden, haben gewartet, nachdem ich 24 Kern dann auf, wenn einer Plattfuß hat, dass sie schnell wechseln können. Haben natürlich auch die Zeiten gehabt. Da war der Munari da drum um 40 oder 42 Sekunden schneller wie ich, natürlich durch Traktion, ne? Mit dem Fiat dreht er nur alles durch. Am Ziel war ich 2 Sekunden hinter ihm. Und da waren sie die ausgeflippt, die Italiener. Schon nach kurzer Zeit ist klar, dass der Bayern-Bub alle anderen Fiat-Piloten hart verbläst und schnell dem Stammteam Audettos wichtige Punkte zur EM stehlen könnte. So I had to slow down, even stop Walter to let Verini to take the points. And he did it very professional. So, und das brauche ich jetzt gar nicht zusammenzufassen, denn das macht Walter gleich selbst. Und dann zum Schluss von der Rallye plötzlich kommt Audetto und sagt dazu, weißt, der Verini fährt ja um die italienische Meisterschaft und kannst du, müsstest stehen bleiben, damit der vor dir kommt, damit der die Punkte kriegt für die Meisterschaft. So, ja, das macht mir nichts aus. Ich sag's mir, wie lange ich stehen bleiben soll, dann vor der letzten Sonderprüfung, vor dem Ziel, wo wir das Ziel sehen, bleiben wir stehen. Da sagt, okay. Ja, sagt er, ja, du musst aber so 4,5 Minuten musst stehen bleiben. Ja, macht auch nichts. Für mich war nur wichtig, dass ich gesehen habe, die Zeiten, dass ich schnell gefahren bin. Also, ich habe mich nicht interessiert. Das Peinliche war nur, als ich dann 100 Meter vor dem Ziel rechts hinfahren und stehen bleibe, sind 50 Zuschauer auf die Straße gerannt und wollten mich schieben. Und ich bin auf der Bremse gestanden, dass ich mich nicht schieben können. Und dann nach der Rallye hat dann geklappt. Ja, Munari hat gewonnen. Walter Röhrl hat in seiner mehr als 50-jährigen Karriere ja so viel ungefilterten Motorsound gehört, dass seine Ohren über die Jahre doch etwas gelitten haben. Und ich schwöre euch, das merkt ihr ihm nicht an. Denn nicht nur beim Autofahren war ihm das Zusammenspiel aus Mensch und Technik ja immer besonders wichtig, sondern auch bei seinem Hörgerät. Und darum vertraut Walter Röhrl den Geräten von Signia. Und die feiern ihren Markenbotschafter und sein Lebenswerk zu dessen 75. Geburtstag auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich mit der exklusiven 75-Edition Walter Röhrl. Das ist die streng limitierte Sonderedition der Stiletto-Design-Hörgeräte von Signia. 750 Kits wird es davon lediglich geben und modernste audiologische Technologie trifft hier auf ein wirklich einzigartiges Design, denn sie kommen in der Editionsfarbe Black Fine Gold,
mit abgesetztem Metallic-Streifen, Walter Röhrl-Signet und Editionslogo. Außerdem mit einem mobilen Ladegerät und Bluetooth Direct Streaming. Und weil man eigentlich nie genug Röhrl bekommen kann, gibt es zusätzlich noch ein exklusives Fanbooklet mit vielen Anekdoten, Zitaten und Erfolgsgeschichten aus dem Leben der Motorsport-Ikone. Entdeckt auch ihr den Sound eures Lebens, 750 der streng limitierten Kits in purer Ästhetik. Die 75 Edition Walter Röhrl ist ab Ende März nur im unabhängigen Hörakustik-Fachhandel erhältlich und die Händler und noch mehr Infos und vor allem Fotos dieser exklusiven Hörgeräte und ein ganz besonderes Video mit Walter Röhrl findet ihr im Netz unter signia.net/75-Edition. Der Link steht auch nochmal in den Shownotes natürlich und hier geht's jetzt weiter mit dem Leben von Walter Röhrl. Aber weiter. Daniele Audetto in seinem Interview mit Christian Geisdorfer, das er für unser gemeinsames Buch zu Walters 75. Geburtstag geführt hat, führt aus, welche Ideen ihm in Bezug auf Walter kommen, der ja eigentlich noch beim Konkurrenten Opel unter Vertrag ist. At the end of the rally say, look, Walter, I make you a proposal. Do you have a contract with Opel? He say, kind of. Kind of was not really, I have a contract. So I say, listen, in 10 days or 2 weeks, we have the World Championship Rally in Canada. You go there, and then I propose you a contract, and I think I talk with you more or less about the money, etc. I give you a good fee for next year, and I want an option for more years. So you will become an official Fiat Group driver. Oh, let me think. Okay. But, you know, you cannot think for too long because the cars are leaving to Canada and I have to prepare the car for you in 1 or 2 days. Also steht ein Cockpit auf einen Weltmeisterschaftslauf in Kanada in Aussicht plus Vertrag für ein Jahr mit Option auf mehr. Keine schlechte Ausbeute für eine Rallye, die Walter eigentlich nur zum Spaß fahren wollte. Und auf jeden Fall sagt der Audetto, in 5 Stunden geht der Flieger nach Kanada. Wenn du willst, kannst du für uns ein WM-Lauf in Kanada fahren. Sag ich das zum Pitz. Er sagte, das geht nicht. Ausgeschlossen. Ich sagte, wir müssen in Deutschland fahren, wir müssen irgendwo dem Männer helfen, dass der deutsche Meister wird. Der ist einmal mit dem Warnberg gefahren und dann mit einem anderen. Da ging's, der wäre deutscher Meister geworden. Sag ich, wir können jetzt nach Kanada fliegen, trainieren 10 Tage, dann fliegen wir nach Deutschland, fahren die Rallye und dann fliege ich zum Start wieder nach Kanada. Nein, das geht nicht. Daneben stand Christian und sagte, ich fahre sofort Mittag, gell, nach Kanada. Ne? 15 Stunden später bin Christian nach Kanada geflogen. So geht's. Christian Geisdorfer sieht natürlich sofort die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten hinter diesem Unterfangen. Und dann war natürlich ein Problem implementiert. Ja. Walter hatte einen Opel-Vertrag, ich hatte einen Toyota-Vertrag, hätte den deutschen Rallye-Meisterschaftslauf fahren müssen. Und ich habe aber dem Walter zugeredet, weil ich so fasziniert war von der Organisation in dem Fiat-Team, welcher Präzision und Professionalität das gemacht hat. Und ich habe gesagt, das ist die Zukunft. Wenn du jemals in einem Sport was erreichen willst, musst du Fiat fahren. Und nein, das war dann ein ziemliches Bauchweh-Thema, aber im Endeffekt haben wir das gemacht. Die beiden Fiat-Newcomer telefonieren jeweils mit ihren Rennstellen und hemdsärmlich, wie die Zeit damals eben war, ging es dann doch irgendwie. Und eins kommt hinzu, Walters Loyalität. Er hat immer versucht, korrekt zu sein, auch zu den Opelanern. Nur manchmal macht der Zufall eben einen Strich durch die Rechnung. Ich wollte dann wirklich heimfliegen zur Rallye an dem Tag. Bin beim Einchecken in Montreal. Ich hätte nach New York müssen und von New York dann nach Frankfurt. Bei Einstein sagt er, warum haben Sie das Visum für Amerika? Ich will nicht nach Amerika, ich will nach Deutschland. Er sagt, ohne Visum können Sie nicht, auch im Transitbereich. Es geht nicht. Und dann habe ich nicht heimfliegen können. Das war ja alles nur geplant, dass ich heimfahre, um das Rallye zu fahren. Ne? Das war natürlich auch so eine Situation, aber der Jochen hat das alles weggesteckt natürlich. Und dann sind wir da mit 5 Fiat gefahren. 5 Autos, gell? Timo McKinnon. Timo der Schreckliche. Simo Lampinen, Salonen, Alleen, Röhrl. 4 Finnen und das war ein Bauernbauer aus Bayern. Und was wirklich ungewöhnlich war, irgendwo anscheinend hat er auf der Sonderprüfung, wo er ausgefallen ist, ist er gestanden und hat dann uns vorbeifahren sehen. Auf jeden Fall hat der
zugeschaut, kam später mal an einen Servicepunkt von Fiat und sagt, also ich habe mir gedacht, Autofahren können nur Finnen. Aber ich muss sagen, Buch, was du da gesagt hast, Bruder, das war für mich natürlich der Timo, der Schreckliche, der große Meister, sagt zu mir, dass das einmalig war, wie ich gefahren bin. Also das werde ich auch nie vergessen. Das ist. Und dann ist lustig, sind der Marco und ich auf der gleichen Sonderprüfung innerhalb von einem Kilometer beide mit Motorschaden ausgefallen, weil wir zwei hatten das erste Mal eine Trockensumpfschmierung. Wir haben es das erste Mal probiert. Und dann sind wir zwei dann innerhalb von einem Kilometer die zwei mit Motorschaden ausgefallen. Aber da war für mich klar, es gibt nur ein Ziel, ich gehe zu Fiat. Zack, nun tummelt sich Walter zwischen den Größen der Szene und fährt mit ihnen sogar in einem Team. Kurz mal etwas zur Technologie der Trockensumpfschmierung. Hier gibt es jetzt keine Ölwanne mehr, aus der das Öl abgesaugt wird. Das ist eigentlich perfekt für Wettbewerbsautos, da selbst bei hohen Fliehkräften durch ein kontinuierliches Umpumpen des Öls eine gleichmäßige Schmierung der Bauteile im Motor möglich ist. Denn wenn wegen des schwappenden Öls in der Kurve der Schmierfilm abreißt, dann war es das mit dem Motor. Wenn aber eine der Pumpen bei der Trockensumpfschmierung ausfällt, dann ist eben auch Schluss. Aber das war für das karrieremäßige Vorankommen kein Problem. Es ging nun einfach weiter, Schlag auf Schlag. Sofort 3-Jahres-Vertrag und so kam das da. Vorher, ich muss sagen, ich hab immer Hemmungen gehabt, Opel zu verlassen. Ich gesagt, denen muss ich dankbar sein, die haben mich zum Europameister gemacht. Weißt du, weil damals gab es ja keinen Weltmeister, da war Europameister, der persönlich höchste Titel. Ne? Wobei ich immer nur ein Ziel gehabt hatte, einmal Monte Carlo zu gewinnen. Alles andere hat mich nicht interessiert. Also das ist auch heute nicht. Der Weltmeister oder Europameister ist an das denke ich gar nicht. Rallyfahren war für mich meine Siege in Monte Carlo. Das ist was zu zählen. Ne? Und dazu soll es ja auch noch kommen. Der Abnabelungsprozess von Opel geht dann doch recht schnell. Walter fährt noch die RAC in England und dann ist einstweilen bei Opel Schluss. Es gibt auch kein böses Blut und vielleicht hat Opel Motorsportmanager Tony Fall schon damals geahnt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und bald ist auch der Konkurrenz klar, das neue Team im Fiat 131 passt irgendwie zusammen. Rauno Altun war schon damals ein guter Beobachter. Also der Christian, der hat relativ wenig geredet während der Rallye. Er hat sich konzentriert und er hat also seine Papiere in beste Ordnung. Und also der war genau wie Walter richtig zielbewusst. Aber der Christian, anders als Walter, der hat, wenn die Möglichkeit gab, er hat auch gerne geredet mit Menschen. Also nicht ein Nachteil, ein Vorteil. Ja, glaube ich. Ich glaube, dass der Christian Geisthöfer war eine große Hilfe für Walter. Und da meine ich das psychisch. Es ist so nämlich im Rallysport, anders als die Leute denken, es ist wie auf einem großen Schiff, der Beifahrer ist der Kapitän und der Fahrer ist nur der Steuermann. Und macht, was der Kapitän sagt. Da kann man nicht lange diskutieren, weil wenn man Gebetbuch liest, es gibt keine Zeit zu diskutieren. Man sitzt wie im Safari oft 2 Tage ohne Möglichkeit zu diskutieren, weil der Beifahrer kontinuierlich die Noten vorlesen muss. Und da soll man keine Fragen stellen. Man muss Vertrauen haben und so machen, wie der Beifahrer sagt. Und also da zum Beispiel, ich glaube, dass der Walter hatte wirklich vollem Vertrauen mit dem Christian. Und das ist wichtig. Das ist die Stimmung im Auto, was wichtig ist. Weil wenn die Stimmung nicht stimmt, dann wird ein Mensch aggressiv vielleicht und dadurch macht man Fehler. Walter und Christian sind bei Fiat angekommen. Walter liebt auch das Miteinander im großen Team, das gemeinsame Essen, die italienische Lebensart und den professionellen Umgang mit Mensch und Maschine. Die Klamotten sehen schicker aus und er verdient das Vierfache im Vergleich zu vorher. Aber was hat Walter in der Zeit wirklich bewegt? Bei Fiat natürlich, okay, das war erstmal, habe ich gewusst, die Möglichkeit, dass ich mit diesem Auto Monte Carlo gewinnen kann. Das haben wir vorher mit einem Kadett ja gar nicht denken können, ne? Und bei Fiat, weil ich wusste, das ist jetzt ein Auto,
da kann man die Monte Carlo gewinnen, also jetzt kannst du es sagen. Und das war auch die große Motivation, dass ich da, ich hätte ja im Prinzip im ersten Jahr 78 die Monte Carlo gewonnen. Wenn ja nicht, einmal bin ich gestanden, weil das Kabel vom Verteiler rausgegangen ist, nach dem Start der Sonderprüfung in Saint-Jean, in der Nacht um zwei. Und das zweite war, weil der Verini quer auf der Sonderprüfung stand und ich da wieder 4 Minuten verloren habe. Bin dann mit 4 Minuten Rückstand bin ich Vierter geworden. Also hätte ich souverän damals schon gewonnen gehabt. Ne? Die Rallye Monte Carlo war schlicht Pech. Helmut Daimel, ihr erinnert euch, der Filmemacher aus Wien, war damals natürlich wieder zur Stelle und hat sich vom Unglück des Teams Royal Geisdörfer berichten lassen. Das Auto war in Ordnung, das ist eben das Bittere an der ganzen Angelegenheit. Das Auto war perfekt, die ganze Rallye. Das einzige Problem war ein Dosersteger, der uns 8 Minuten gekostet hat. Und dann haben Sie aber auch bei den Reifen nicht das Richtige gefunden. Das Problem war, dass die Entwicklung der letzten 5 Jahre, die Monte war immer trocken. Mhm. Und von der Reifenfirma immer mehr für Trockenreifen entwickelt wurde. Mhm. Und durch die vielen Schneefälle heuer waren die Reifen zu breit. Ein Auto vor mir ist rausgeflogen, ich habe 2 Minuten stehen bleiben müssen auf der Sonderprüfung, bis ich weiterfahren kann. Das kann natürlich jedem anderen auch passieren. Das kann jedem anderen passieren, das ist wirklich Pech. Würden Sie sagen, Sie waren ein Pechvogel dieser Rallye? Ich würde sagen, absolut. Es war wirklich Pech, es war kein technischer Defekt, das Auto war perfekt. Und wenn man natürlich stehen bleiben muss mit sowas, kann keiner was dafür. Ja, ich fahre jetzt erst seit kurzem Rallyes und wir haben uns beim Rallyefahren kennengelernt, haben uns dann über Skifahren näher kennengelernt und so haben wir gesagt, warum sollen wir eigentlich mal nicht zusammen Rallye fahren? Mhm. Und das haben wir eben heuer verwirklicht. Mhm. Ich habe also keine Probleme, 70 Stunden nonstop Auto zu fahren. Und 70 Stunden. Muss man über ich bin Zahl. 70 Stunden, aber Auto fahre nicht auf der Autobahn, ja, sondern auf kurvenreichen Strecken, wo Sie jede Sekunde konzentriert sein müssen. Auch hier wieder ein Literaturtipp. In seinen Büchern beschreibt Walter sehr gut die einzelnen Rennen, oft auch üppig bebildert. Bei dem Rennen, was gerade erwähnt wurde, gibt es ein Foto, wo man Verini am Rande der verschneiten Piste stehen sieht und die beiden anderen Fiat-Teams mit ihren dicken Radkastenhintern vorbeischleichen. Übrigens gefolgt von einer gewissen Michelle Mouton auf Lancia Stratos. Und diese besondere Frau werden wir auch noch in einer der nächsten Folgen näher kennenlernen. Daniele Audetto ist noch immer begeistert von Walter, rückt ihn sogar in die Nähe der Kunst. First of all, the speed, natural speed. That is something, you know, like the artist, you know, like Picasso, Monet, Cézanne. You are born with something special and that is natural for him, you know. So the speed was incredible. But also, he was very professional, very calm, very going to the details in the preparation of the car, etc., etc. And I think very few drivers were committed like Walter was. So concentrate, so focus, always a gentleman with the mechanics. He had a special feeling with Giorgio Pianta to prepare the car. And he also was involved in the technical things, you know, in the preparation of the car. So that was really a complete driver. Auf den Monte Carlo Rallyes Ende der 70er ist dann auch Renningenieur und der spätere Projektleiter Roland Kussmaul mit Porsche unterwegs. Jürgen Barth ist einer der Fahrer. Und natürlich treffen sich die Deutschen im Hotel an der Strecke beim Training und tauschen sich aus. Roland Kussmaul, heute übrigens ein enger Freund von Walter, kann sich noch gut an den Fiat-Piloten von damals erinnern. So, diese Underdog-Rolle gefällt ihm unglaublich gut, mit irgendeinem Auto zu fahren, wo alle sagen, da hast du gar keine Chance. Und dann geht es bei ihm trotzdem. Bei der Monte, wir haben ja 78 das erste Mal uns bei der Monte rumgetrieben, der Bart und ich mit dem 24er Sauger, haben wir damals angefangen. Und da haben wir uns damals dann gut kennengelernt, weil man auch im Training, wenn man trainiert hat unten, sind wir fast immer im gleichen Hotel gewesen oder ähnliches Hotel und hat sich abends getroffen. Und da habe ich ihn mehr kennengelernt, weil er einfach nicht nur ein toller Rennfahrer ist, sondern der Mann hat ein fotografisches Gedächtnis. Also der hat mir da oft abends dann erzählt, in Bursay da oben, wenn du nach 2 Kilometer kommst, so rechts und dann in der Linkskurve ist innen ein Loch und da musst du aufpassen. Da darfst du nicht cutten, weil da kommst du in das Loch rein. Scheiße, von was redet der denn? Immer wieder hat sich das bestätigt. Also da gibt es eine Story. Die sind einmal schon in der Weltmeisterschaft, wo er richtig aktiv war. Hat der Christian Gebetbuch, Start und dann 3, 2, 1 gebe ihm. Und der Christian sagt 290 links oder mittel links plus oder was halt der Code ist bei jedem. Sagt der Wallner, nee. Wie nee?
da vorne geht's rechts. Der Christian nochmal guckt, da feststellt er das falsche Rotbuch mitgenommen gehabt. Also das hat geschriebene. Da war natürlich klar, die Sonderprüfung war gegessen, weil den Schrieb hat er dann in den Fußraum unterlegen oder schmeißen können, wie auch immer. Und dann ist der Walter die Sonderprüfung gefahren ohne Christian und hat sie gewonnen. Da muss man sich mal vorstellen, was bei denen so um haarscharf am Tod vorbeigeht oder so. Das sieht man ja, wenn man die Rallyes anguckt. Aber das zeigt, dass er die Sonderprüfung eigentlich gespeichert hat. Er braucht den Christian zur Bestätigung eigentlich, zur Hilfe. Also die Abstände hat er vielleicht nicht im Kopf. Also wenn es Nebel hat, braucht er den Christian. Also da wie in, wo sie damals den Alleen da verblasen haben und so. Wenn der Christian sagt 250 bis zur nächsten Kurve, dann kann er die 250 verwerten. Die hat er vielleicht nicht im Kopf, aber er weiß die Kurve. Er hat Reaktionen manchmal, die sind schon grenzgängig, sagen wir mal. Tja, so ist er, der Walter. Und dennoch passieren eben Fehler, auch bei Walter übrigens. 1978 bei der Sanremo-Rallye zum Beispiel. Das Schlimmste war Sanremo, ich glaube es war 79. Es hat geregnet die ganzen Tage. Marco ist nicht vier gefahren, sondern Stratus. Und Verini, Bacchelli, wie die alle geheißen haben, sind 131er gefahren. Und ich bin da einsam von weggefahren, habe 7,5 Minuten Vorsprung gehabt und bin auf einer Sonderprüfung schon Ende von der zweiten Etappe in der Nähe von Cuneo in den Bergen, habe ein Geräusch am Getriebe gehabt und habe auf der Sonderprüfung überlegt, während des Fahrens, wir brauchen 8 Minuten zum Getriebe wechseln, auf der Etappe könnte das gehen, dann auf der Etappe das Getriebe schnell wechseln. Ja, wir hatten ein Problem im Getriebe, es war also in der Nacht, strömender Regen und ging es bergauf auf eine Prüfung auf Asphalt und da waren 5 Linkskurven. Und der Walter war nicht sehr konzentriert, weil er auf das Getriebe da gehört hat und hat einfach die letzte von den 5 Kurven als vierte gesehen. Christian hat vorgelesen, war Kehre links, 150 links voll, 100 links voll, 120, Achtung, Linkseingang, kehre rechts. Bei den ersten zwei habe ich, ja, das könnte gehen, da haben wir Zeit zum Getriebe wechseln. Und dann die dritte bin ich als erste links voll gefahren, nach 30 Meter kehre rechts. Einen Abflug, gell. Irgendwo, ich weiß nicht, 40 Meter tiefer auf dem Dach gelandet. Und dann seitwärts vor die Eingangstür gefallen. 7,5 Minuten Vorsprung. 79 habe ich noch nicht so viel gewonnen gehabt. Ne? Ich habe gesagt, ich muss diese Unfallstelle verlassen, weil sonst hängen wir am nächsten Baum auf. Beide fliegen also achtkantig mit dem Fiat aus der Kurve. Vorbei der Traum. Christian ist beim Auto geblieben, beide unverletzt. Und ich bin in der Nacht um 4 durch den Wald, war so 4 Kilometer noch bis zum Ziel, darunter, damit ich einfach weg bin vom Ort des Grauens. Und unten stand Audetto, 130er Limousine, 7 Antennen am Auto, der große Meister. Dann passiert Folgendes. Ich zitiere mal Walter aus einem seiner Bücher. Am Ziel stand Daniele Audetto. Er holte mich sofort ins Auto. Walter, was ist los? Wir sagen den Journalisten, da sei Sand gewesen, deshalb wärst du abgeflogen. Meine Antwort, Herr Audetto, sagen Sie den Journalisten, dass der Röhrl der größte Versager ist, den es auf dieser Welt gibt. Das war die Wahrheit. Nichts anderes sollte an die Öffentlichkeit. Morgens um 11 kam ich ins Hotel. Da saßen Monika, Dieter Scharnagel und seine Frau Rita am Swimmingpool. Ich ging rein, blieb 5 Meter vor ihnen stehen und sagte, schaut her, ihr seht den größten Idioten auf dieser Welt vor euren Augen. Ich lief 4 Wochen wie ein geprügelter Hund durch die Welt. Musik.
dann 79 war vor der letzten Sonderprüfung Turini, waren Waldegard, Danisch und ich 6 Sekunden auseinander. Dann hat der Giorgio gesagt, Drehzahlbegrenzer raus. Sag ich, Giorgio, ich drehe sowieso nicht über 8000. Drehzahlbegrenzer raus, prompt, bumm, irgendwann nach 8 Kilometer hat es gemacht. Ich meine, ich bin über den Schotterhaufen gefahren, dabei waren jetzt die Teile, die unten vom Motor rausgeflogen sind, wieder ausgefallen. Und dann 80 hat es dann geklappt. Moment mal, nicht ganz so schnell. Walter bügelt hier so schnell über das Jahr 1979 hinüber. Selbst zu 1978 gibt es noch einen kleinen Nachtrag, der einen kurzen zeitweiligen Fahrzeugwechsel von Walter belegt. Die Hunsrück-Rallye gewinnt er auf Lancia Stratos mit knapp 14 Minuten Vorsprung. Der Stratos und Lancia werden sowas wie die geheime Geliebte von Walter, und auf einem Lancia Beta Monte Carlo Turbo, einem Rundstreckenboliden, zeigt Walter bis zum Platzen eines Ölschlauchs, wie man eine Klasse anführt. Naja, und Walters echte Geliebte Monika gibt ihm 1979 nach 10 Jahren Probezeit das Jawort. Also von daher schon ein wichtiges Jahr, oder? Sein Beifahrer fasst den Rest zusammen. Transmissionsjahr, weil Fiat entschieden hat, Hauptschwerpunkt auf die Safari zu setzen, 79, also okay. Marketinggründen. Wir sind Monte Carlo gefahren, sind wir ausgefallen, letzte Prüfung, Turini rückwärts mit Motorschaden, waren ganz bequem Dritte gewesen. Und dann war eben Safari, und Safari war damals schon eine ganz harte Kiste. 5000 Kilometer in 3 Schleifen, Etappenfahrzeiten von 30, 32 Stunden. Also das heißt, 30 Stunden durchgängig im Auto. Ja, ja. Also das muss man hat eigentlich nur gestoppt, um Service zu machen, zu tanken. Und dazwischen drin waren halt so Zeitkontrollen mit so Restholz, also relativ kurzen Pausen, wo man mal 2 Stunden das Feld wieder zusammengezogen hat. Ja? Okay. Weil so eine Etappe 1200 oder 1400 Kilometer zieht sich das Feld natürlich auseinander. Also das muss man einmal durch Deutschland von Norden bis Süden am Limit über Feldwege. Sozusagen, ja, oder? Das Ganze dann auch wieder zurück und wieder nach oben und wieder zurück, weil 5000 Kilometer sind schon. Ja, nee, aber eine Etappe, das ist ja unglaublich. Ne? Ja. Ja. Und dann natürlich die ganzen Unabwägbarkeiten mit den Tieren, auch mit den Menschen natürlich, die ja eigentlich wussten, es ist Safari, weil die war immer Ostern. Je nachdem, wie spät Ostern war, war es natürlich auch schwierig mit sehr viel Regen. Also, ja, also klar. Die ganzen Wege sind natürlich dann überflutet, und diese schweren Regenfälle in Afrika, die ja sehr partiell oft sind, setzen dann einmal so 50 Kilometer einfach komplett unter Wasser. Ja. Und es gibt dann natürlich auch entsprechende Probleme. Mhm. Muss man da durchwarten. Bei Wasserdurchfahrten, Flüsse schwellen unheimlich schnell an. Mhm. Also da macht eine Viertelstunde unheimlich viel aus. Mit sowas müssen Sie sich halt dann auseinandersetzen. Übrigens, Walter wird auf jeden Fall nie ein großer Freund von Safaris, während seiner gesamten Karriere bis heute. Auch Rauno Altonen erwähnt das. Der Walter könnte nicht Safari richtig mögen, weil im Safari kannst du nicht alles im Voraus planen und mit Präzision fahren und so weiter. Da musst du kontinuierlich improvisieren, weil die Wetterverhältnisse, die ändern sich kontinuierlich. Und auch wenn man trainiert, wir haben natürlich trainiert, aber es ist oft 1 Woche oder 2 Wochen, wenn wir zuletzt da gewesen sind. Und in 2 Wochen kann alles ändern. Auch in einer Nacht kann alles ändern, wenn es regnet. Ich glaube, dass diese Ungewisse war nicht angenehm für Walter. Grundlegend hält Walter Safaris für Autoquälerei, und klar, für jemanden, der gerne Schotter und Schnee unter den Walzen hat und dort fast feingeistig die Ideallinie sucht, ist die Steppe kein Ort der Sehnsucht, wo man eigentlich mehr damit beschäftigt ist, axtkillenden Gesteinsbrocken auszuweichen. Und dann kommt die Rallye Monte Carlo 1980. Ist auch heute noch die Rallye mit den größten Herausforderungen, die weil gilt es zu gewinnen. Von der Wetterlage her und von der Geografie her auch, dass du immer über Pässe drüber musst und so. Und da natürlich auch die Straßenverhältnisse laufend wechselnd sind, musst du immer hohes Risiko in der Reifenwahl gehen. Und immer noch die herausforderndste Rallye. Und die Konkurrenz ist groß, erfahren und gut ausgestattet mit Personal und Technik. Auch die eigenen Kollegen übrigens. Auch natürlich mit starken Teamkollegen. Ja. Und du musst immer erst einmal den Teamkollegen schlagen, ja. Der ja dieselben Voraussetzungen wie du hast. Die Italiener haben das immer perfekt gehandelt. Also alle Autos waren
von der Motorleistung her gleich, waren ein PS Unterschied maximal und die Autos waren gleich vorbereitet und jeder hatte dieselben Reifen zur Verfügung und der Teamkollege war immer schon die erste Hürde und dann natürlich die Jungs auf den anderen Wettbewerbsfahrzeugen. Ja. Die Länge der Rallyes natürlich auch, es war immer eine große Herausforderung. Die aber das Team im besagten Gleichklang im Cockpit sauber abarbeitet und dann haben sie es geschafft. Walter hat letztlich mit 10 Minuten und 38 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten seinen Lebenstraum erfüllt. Der erste Sieg Monte Carlo, mein Lebensziel. Das war absolut mein Lebensziel. So gefühlsmäßig, wenn ich gewonnen habe, habe ich mich 10 Minuten gefreut. Wenn ich ausgefallen bin oder irgendwas war, war ich 14 Tage krank. Und da kann ich mich erinnern, wenn es 10 Minuten in meinem Leben gab, wo ich glücklich war, war das diese Fahrt von La Turpie, der letzte Servicepunkt, runter nach Monte Carlo zum Ziel. Da fährst du die Strecke runter, wo sie dann natürlich verunglückt ist, die Grace Kelly. Das war in der Früh um 8 Uhr, Sonnenaufgangsmeer hat so silbern geglänzt. Und da sind wir da runtergefahren und ich habe gesagt, ich habe mein Lebensziel erreicht. Das waren so die schönste Viertelstunde in meinem ganzen Leben, wo ich da erlebt habe, wie ich da runtergefahren bin. Ich habe zwar Angst gehabt unten vor den vielen Leuten, die dann am Ziel schon wieder waren, aber da runter mit mir, Alonso und der Christian und ich, da war ich, das war, habe ich nie mehr wieder erlebt, so eine Zufriedenheit wie auf der Fahrt. Christian Geisdörfer ist dieser Moment natürlich in tiefer Erinnerung geblieben. Ich meine, in dem Moment ist einem das noch nicht so bewusst, weil mir das auch nicht so klar war, dass für ihn eigentlich damit alles erreicht war. Und das hat dann schon viel Überredungskunst gebraucht, ihn davon zu überzeugen, dass es jetzt erst eigentlich losgeht. Und während Walter eher verschlossen bleibt, plant Christian schon seine kleine Show. Als Beifahrer bist du ja immer, sag ich mal, im Schatten des Fahrers, ist ganz klar, wusste ich von Anfang an. Und ich war natürlich von dieser Grace Kelly immer schon fasziniert gewesen. Ja, dann hast du die also da vor dir stehen und ich habe mir das schon überlegt gehabt. Und ich war mit dem Herbert Völker, der damals als Journalist unterwegs war, habe ich gesagt, Hand kurz Wien. Wie geht das? Ja? Was ist da los? Ich sage, da spinnst du, kannst ja nicht machen. Das ist völlig gegen die Etikette und Ding und da. Ich sage, mir scheißegal, ich mache das. Hab das dann auch gemacht, sie hat dann sehr gelacht und dann ist ja nach der Siegerehrung war noch so, ist dann so ein Empfang, wo man also so einen kleineren Kreis sich also dann unterhält und so. Dann habe ich mit ihr gesprochen und so und hat sie gelacht. Hat sie gesagt, das hat sie bisher noch keiner traut. Ja, die Monte gewonnen. Und nun? Wir haben wenig gesprochen oder halt nur, ja schon, ja, für den Christen war das natürlich auch, der war auch emotional sehr gerührt. Das ist unglaublich. Endlich haben wir das erreicht. Gell? Also es waren tolle Momente in meinem Leben. Dass dann dieses Jahr so weiterging und die Weltmeisterschaft, okay, das habe ich hingenommen, aber nicht irgendwie so richtig verdaut. Aber dann trotzdem ab zur Siegerehrung. Die Zielankunft ist bei der Monte Carlo immer am Freitagmorgen gewesen, da im Hafen. Und dann bist du ja, obwohl du top müde bist, weil du bist 24 Stunden nonstop gefahren, im Auto gesessen, ja, unter höchster Anspannung. Aber du bist dann natürlich auch so voll mit Adrenalin, das läuft ab wie in Trance. Ja? Also Zielankunft, Champagner, bam, Interviews, Pressekonferenz, Hotel umziehen, Mittagessen, war so ein Moët Chandon-Empfang immer in so einem Club da am Wasser. Das ging dann bis nachmittags um 4:30, 5. Da ist dann die ganze Inneneinrichtung von dem Lokal ist da im Kamin verheizt worden. Also das war Party pur. Ja, ja. Walter, zwar auf den Sieg vorbereitet, aber nicht auf die folgende Show, denkt nicht an Party, sondern der muss erstmal passendes Schuhwerk finden.
weil ich keine gescheite Schuhe dabei gehabt habe, habe ich dann in Monte Carlo habe ich Schuhe gekauft. Ich kann mich erinnern, umgerechnet haben die 220 D-Mark gekostet oder irgend sowas. Wobei das erste Mal ja schon bei der Siegerehrung 75 in Griechenland, ich weiß nicht, da habe ich von Björn irgendeine Sakko-Zleier gehabt, also wer alles weil ich nichts dabei hatte, nur Jeans und so. Ich hatte immer so als Schuhe, Butter-Schuhe haben die geheißen, die haben wenig Kost, gibt es in Afrika und haben jahrelang gehalten, dass nichts kaputt gegangen war. Das war dann übrigens auch das letzte Paar Schuhe, das sich Walter selbst kaufen musste. Naja, zumindest fürs Cockpit. Und dann gab es auch eine Straßenschuh-Edition Röhrl. Es gab ja einen wunderbaren Fahrerschuh, so in Blau, ne, mit Walter Röhrl. Und ich habe aber natürlich alle für irgendwelche wohltätige Zwecke habe ich die verschenkt. Das habe ich nach wie vor. Da habe ich einen Ausrüstervertrag gehabt von Adidas. Und da habe ich jedes Jahr zwei Paar neue Schuhe oder was gekriegt. Ne. Und die habe ich, aber wie sparsam wie ich bin, habe ich nicht, solange die Fetzen vom ersten nicht weggehängt sind, habe ich keine neuen genommen. Und dann hast du nach 8 oder 9 Jahren hast du wieder mal einen ausgepackt, neuer Schuh, super, toll. Dann bist du an der Eingeschloss, ja, wir machen eine kleine Wanderung, außer hier. Dann gehst du für die Haustür raus, spätestens nach 200 Metern, was ist jetzt? Hängt die Sohle weg, weil das ist dann, anscheinend ist der Kunststoff wird dann weich, dann ist es so ein weißer, richtig wie ein Klebefleisch. Bats, waren die Schuhe kaputt. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, das hilft alles nichts, müsst mal entsorgen. Zurück ins Jahr 1980. Die WM-Läufe brachten das Team Röhrl-Geisdörfer auf Fiat noch ganz gut um die Welt. Neuseeland, Argentinien, Griechenland, Portugal, mit der krassen Nebelfahrt, was übrigens eine Geschichte für sich ist, Korsika und, und. Vor den Strecken hat sich Walter nie wirklich gefürchtet, das ist Training, aber einen Mann hat er immer im Blick. Der Finne und Teamkollege Marco Alén. Marco, glaube ich, war auch für meine Begriffe im Prinzip über die ganze Laufbahn der stärkste Gegner, den ich hatte. Weil er war einfach zuverlässig, konnte alles, konnte Asphalt, Schotter, Schnee und war auch ein ehrlicher Typ. Verstehst du, mit dem haben wir trainiert, war im Prinzip auch so trainingsfaul wie ich. Hat offen gesagt, I like to kill you. Alte Schulehörer kennen ja meine die letzte Benzinfassfrage, die ich meinen Gesprächspartnern immer stelle. Hier in diesem Walter Röhrl Spezial frage ich aber Walter einfach nach seinen privaten Autos oder eben Dienstwagen der jeweiligen Epoche. Aufgepasst, heute? Ja, am Anfang hatte ich einen Beta HPE, das ist so ein bisschen wie ein Kombi, aber zwar ein Coupé, aber wie ein Kombi. Und dann habe ich ein Gamma Coupé. Das war ein schönes Auto, 2,5 Liter, das war damals ein seltenes Auto, hat es nicht viel gegeben. 2,5 Liter, Vierzylinder Boxermotor war das. Ging gut und schönes Auto. Das war mein Dienstauto. So, Leute, die nächste Folge dreht sich dann um eine sehr spezielle Zeit im Rallye-Fahrerleben eines Walter Röhrls. Es ist die Zeit des Weltmeisters ohne Cockpit. Bis dann, danke fürs Zuhören, euer Carsten Arndt. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende, nach einer Idee von Carsten Arndt, Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt, Sounddesign Philipp Klauer, unter der Leitung von Ruben Schulze-Fröhlich und Sven Rühlicke. Und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den Wake Word Studios. Die Alte Schule wurde euch präsentiert von Pirelli, dem Premium-Hersteller von Hochleistungsreifen für Automobile, Motorräder und Fahrräder. Pirelli ist exklusiver Reifenpartner der Formel 1 und der Rallye-Weltmeisterschaft. Mehr Informationen unter www.pirelli.de.